häufig gestellte Fragen. Freunde, Stahlwerkstatt, kurz und schmerzlos. Heute Schweißen im Viertaktmodus. Der Viertaktmodus ist ein weiterer Modus, unser Schweißgerät zu bedienen. Und ich erkläre euch anhand dieses Tafelbildes, was der Viertaktmodus macht und wo seine Vorteile sind. Tafelbild ist gemalt. Einmal ganz schnell. Takt 1, Takt 2, Takt Nummer 3 und Takt Nummer 4 in den Pfläumchen. Ja? Wir beginnen mit Takt 1 und drücken und halten des Tasters. Der Gasvorlauf beginnt. Zeit wird am Gerät eingestellt, in Sekunden gemessen. Der Gasvorlauf ist abgeschlossen. Das Gerät zündet. Es zündet in dem voreingestellten Startstrom. Wir halten immer noch gedrückt. Zeit X bedeutet, solange wir gedrückt halten, befinden wir uns im Startstrom. Dies dient zur Orientierung. Durch Loslassen des Tasters beginnt Takt 2. Wir verlassen den voreingestellten Startstrom und gehen in den Stromanstieg. Stromanstieg in Sekunden über das Gerät einstellbar. Wir fahren von Startstrom auf unseren Schweißstrom. Der Knopf ist losgelassen, wir haben ein lockeres Handgelenk, wir schweißen Zeit X, solange wir es müssen. Durch erneutes Drücken des Tasters, Achtung, Drücken und Halten des Tasters, verlassen wir unseren Schweißstrom und gehen in die Stromabsenkung. Stromabsenkung in Sekunden über das Gerät einstellbar. Der Taster bleibt immer noch gedrückt. Jetzt gehen wir in den Schlussstrom. Der Schlussstrom bleibt so lange erhalten, bis wir den Taster wieder loslassen. Jetzt beginnt Takt 4. Gasnachlauf, der mit dem Loslassen des Tasters beginnt. Unsere Schweißnaht ist fertig. Einmal Praxisteil, Viertaktmodus. Ich habe hier eine Kerbe reingeschnitten, um euch zu zeigen, wie das mit dem allerersten Takt funktioniert, und zwar mit der Orientierung mit Zündstrom. Ich drücke und halte den Taster gedrückt. Gasvorlauf, zünden, zünden, gleich Startstrom. Startstrom zum Orientieren, ich kann mich bewegen an die Stelle, die ich möchte. Hier ist der Anfang meiner Schweißung. Ich lasse den Knopf los. Stromanstieg beginnt. Takt 2 beginnt. Schweißen. Knopf ist losgelassen, die Hand ist entspannt. Ende ist schon in Sicht. Bereit machen, den Knopf zu drücken und den Takt 3 zu beginnen. Achtung, Knopf drücken und gedrückt halten. Stromabsenkung auf 10 Ampere. Stromabsenkung auf 10 Ampere. Schlussstrom, Schlussstrom bleibt so lange, bis ich loslasse. Dann beginnt Takt 4. Achtung, loslassen. Gasnachlauf beginnt, wir halten. Schweißnaht ist fertig. Viertaktmodus, ganz klar der professionellere Modus unter den beiden, die man sich aussuchen kann, die beiden Hauptmodi, Zweitakt, Viertakt. Für mich ganz klar mein Favorit. Ja? Brenner nehmen, zünden, loslassen, lockeres Handgelenk
auch die Möglichkeit mal zu pendeln, den Brenner fest im Griff, umgreifen bei schwierigen Positionen, alles gut. So, kurz und schmerzlos. Ich hoffe, ihr habt ein paar Infos mitgenommen. Viertaktmodus, Stahlwerkstatt. Wir sehen uns, wie immer, in der nächsten.